Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich mit euch die realistischste Foundation Review, Foundation Langzeittest, Video drehen. Und ich habe hier heute die nagelneue, vor kurzem in die Drogerie eingezogene NYX Born to Glow Foundation. Ich habe so vieles davon gehört und ich möchte sie jetzt testen. Diesmal aber nicht mit, ich setze mich hier hin, ich schminke mich und melde mich in 8 Stunden wieder, sondern ich nehme euch den Tag über wirklich mit. Wie sieht so ein Tag bei mir aus? Ein regulärer Tag eines Menschen, der arbeiten geht, eines Menschen, der eine Foundation morgens aufträgt und abends nach Hause kommt, einfach damit das Ganze wirklich relatable ist, weil ich finde es immer so schön, Foundation-Reviews zu sehen, die so, ich schminke mich um 14 Uhr und um 18 Uhr sage ich, die Foundation sitzt noch gut. Obviously sitzt sie noch gut. Deswegen möchte ich heute mit euch wirklich eine realistische Foundation-Review drehen und ich möchte auch gleich anfangen. Es soll gar nicht so viel um drumherum gehen, es geht wirklich jetzt um diese Foundation. Und die kam, glaube ich, vor 2-3 Monaten raus in Deutschland. Ich habe aber nicht viel davon auf YouTube gesehen. 2-3 Videos habe ich mitbekommen, aber viel mehr ehrlich gesagt auch nicht. In Amerika etwas mehr, aber hier nicht. Es gab viele Foundations von NYX in den letzten 12 Monaten. Wir hatten einmal die NYX Can't Stop Won't Stop Foundation, wir hatten die Bear With Me Foundation, die ich ausgelassen habe. Und wir haben jetzt die Born to Glow Foundation. In der Drogerie, wo ich war, war eine riesengroße NYX-Theke. Ich glaube, da gab es 6 Farben. Ich habe mich jetzt für die Farbe BTGRF07 Natural entschieden. Ist das die Farbe? BTGRF07. Ich schreibe es euch unten einmal in die Kommentare. Das Ganze kommt in so einer kleinen Tube. Recht leicht, recht günstig. Nicht so wie die Can't Stop Won't Stop Foundation, die in einem Glascontainer kam, wo das Ganze ein bisschen edler war. Die kostet aber auch nur so um die 10 Euro. Und ich bin gespannt, wie die Farbe passt, denn ich konnte nicht wirklich Shade matchen in der Drogerie. Ich war so schwer bepackt mit Zeugs und mit allem möglichen Kram, dass ich dachte, okay, das lassen wir lieber. Ich möchte auch heute keinen Primer auftragen. Ich möchte kein Color Correction machen. Ich möchte wirklich einfach nur diese Foundation testen. Ich habe eine Feuchtigkeitspflege aufgetragen, aber mehr auch nicht. Und die Foundation sieht jetzt hier auf meinem Plättchen recht gelblich aus. Und ich nehme als erstes meinen Morphe M439 439 Brush und gehe hier rein und fange an, mir die Foundation aufzutragen. Okay, die Farbe sieht 1:1 so aus wie die Beauty Blender Foundation Farbe. Recht gelblich, aber das finde ich nicht schlimm, weil es gibt recht wenig Foundations mit einem wirklich gelben Unterton. Und meine Hände, ihr könnt sehen, die Foundation passt zu meinen Händen. Ich habe recht gelbe Hände. Mein Gesicht ist jetzt nur so gerötet, weil ich eben ein anderes Video gedreht habe, was ich gleich wieder abgeschminkt habe, weil es so schrecklich aussah. Das habt ihr am Mittwoch gesehen. Und ich fange jetzt erstmal an, hier die Foundation so ein bisschen einzuarbeiten. Ich mache das Ganze erstmal auf der halben Seite mit dem Pinsel und dann auf der anderen Seite mit dem Beauty Blender. Und ich hole euch auch natürlich gleich ein Stückchen mehr ran. Die Foundation hat einen ganz leichten Geruch, aber jetzt nicht so eklig unangenehm, sondern eher wirklich so ein angenehmer Geruch. Ganz leicht, ganz frisch so ein bisschen. Und ich glaube, dass das so ganz gut aussieht. Ich muss jetzt eh mit dem Schwamm hier einmal rübergehen, einfach um das Ganze so ein bisschen auszublenden und diese Strokes von dem Pinsel wegzukriegen. Und dann machen wir die andere Seite komplett mit dem Schwamm und schauen einfach mal, ob die Deckkraft sich so ein bisschen verändert. Und ihr könnt sehen, Deckkraft ist auf jeden Fall da. Die Farbe finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht schlecht. Ihr könnt mir gerne mal wieder in die Kommentare schreiben, Color Match 1-10. Ich würde sagen, das ist eine solide 8. Ein bisschen gelb, ein bisschen mehr rosa Anteil hätte ich mir gewünscht. Sie fühlt sich recht leicht im Gesicht an, so First Impression mäßig. Aber wenn ich hier rüber gehe, sie ist auf jeden Fall sticky. Also wir müssen sie auf jeden Fall setten. Ich nehme jetzt nochmal ein bisschen Foundation und trage damit meine linke Gesichtshälfte auf. Okay, und das war viel zu viel. Okay. Also ich finde, es geht mit dem Schwamm schneller und gleichmäßiger als mit dem Pinsel. Das ist aber wirklich oft so, dass Foundations einfach mit den Schwämmen besser funktionieren. Für mich zumindest. Wie sieht es bei euch aus? Seid ihr eher so Pinsel-Girl oder Boy oder Schwamm-Girl oder Boy? Ich weiß nicht, was wir vor dem Beauty-Blender gemacht haben. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Schwamm hier auf die andere Seite. Einfach, um das so ein bisschen auszugleichen. Ich habe euch jetzt mal ein Stückchen herangeholt und ich schaue mir das Ganze jetzt auch mal nah an. Also man sieht, okay. Ich habe das so nicht gesehen auf die Entfernung, aber sie sieht wirklich glowy aus.
Krass, okay. Es kommt, glaube ich, in der Kamera. Doch, ich glaube, ihr könnt sehen, dass sie wirklich aussieht wie nasse Haut, frisch eingecremt. Vielleicht habe ich ein bisschen viel benutzt, deswegen nehme ich jetzt nochmal die saubere Seite und nehme noch ein bisschen Foundation einfach wieder weg, um das Ergebnis nicht ganz so vollgekleistert zu haben. Aber sie liegt recht schön auf der Haut. Also sie teilweise. Nee, sie liegt nicht, sondern sie hat sich wirklich gut mit der Haut verbunden. Also ich könnte jetzt, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich sie setten wollen würde, könnte ich jetzt sagen, wow, okay, ich habe nichts drauf, außer viel Wasser und viel Feuchtigkeitscreme. Ich würde einmal mein Make-up genauso machen wie sonst. Ich nehme Concealer, ich nehme Baking, Bronzer, einen Blush, den ich über alles liebe gerade. Ich glaube, das machen wir mal fix zusammen. Ich habe da neulich mein Jouer-Video gedreht. Beziehungsweise mein Video mit, ich benutze Produkte, die ich ewig nicht mehr benutzt habe und jetzt hasse. Ich muss revidieren. Der Concealer ist wirklich immer noch gut, nur fast leer. Wie sieht's eigentlich bei euch aus? Wie lange braucht ihr für euer Make-up am Morgen? Ich mache euch hier, glaube ich, mal eine Umfrage rein, wenn ich es nicht vergesse. Ich hoffe es, dass ich es nicht vergesse. Also ich gib mir 5 Minuten und ich brauche 5 Minuten. Gib mir 2 Stunden und ich brauche 2 Stunden. Leider war der Concealer jetzt schon so weit leer, dass ich jetzt nochmal mit meinem Make-up Revolution Concealer hier mit reingehe. Einfach um meine Augenschatten ein bisschen abzudecken. Ich lasse das Ganze kurz antrocknen. In der Zeit mische ich mir wieder meine Baking-Puder-Verbindungen mit Jeffree Star und Catrice und allem möglichen Zeugs, was ich gerade so benutze. Und dann gehe ich mit der flachen Seite einfach ins Puder und sette den ganzen Spaß. Gut, ich habe das Ganze einmal gesettet. Sieht ganz gut aus. Ein bisschen Flashback habe ich gerade. Ich weiß nicht warum, weil normalerweise habe ich das nicht. Vielleicht hat sich aber irgendwie der Concealer gerade nicht so gut mit dem Puder vertragen. Aber es highlightet alles schön. Wir bronzen einmal ganz kurz das Gesicht. Und dazu Favorite im Moment Too Faced Milk Chocolate Soleil Bronzer. Das tut mir leid. Bronzer ist so das Produkt, finde ich, was am wenigsten irgendwie rauskommt, was ich auch am wenigsten habe, obwohl ich es eigentlich am meisten trage. Also ich trage immer Bronzer. Aber ich glaube, wenn man so ein paar gute zu Hause hat, dann braucht man ja auch nicht so viel. Es soll ja alles irgendwie. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das so alles nicht mehr so relatable ist hier auf YouTube. Und klar, es ist mein Job, irgendwie Make-up zu testen, aber es heißt ja nicht, dass ich 400 Bronzer zu Hause brauche. Als Blush benutze ich, seitdem ich das Video gedreht habe, von Trended Up die Farbe 065. So eine wunderschöne Farbe, Freunde. Sieht recht dunkel aus hier im Fändchen. Das ist die Farbe, die ihr jetzt in der Kamera seht. Das ist genau die Farbe, wie sie auch im Real Life aussieht. Ich gebe mir die einfach hier hin. So schön. Sie ist gut pigmentiert, aber nicht zu stark, dass man irgendwie das Gefühl hat, oh Gott, das kriege ich nie verblendet oder so. Lässt sich gut auftragen, lässt sich gut verblenden. Ich würde auch sagen, dass sie zu jeder Hautfarbe irgendwie passen würde. Meine Augenbrauen mache ich wie immer mit meinem Benefit Precisely My Brow. Ich nehme mittlerweile die Farbe 3. Ich gehe im Moment tendenziell viel heller mit meinen Augenbrauenprodukten als meine Haarfarbe, wobei meine Haarfarbe sich ja auch gerade jeden Tag ändert. Einfach weil das Ergebnis dadurch ein bisschen natürlicher aussieht. Und es geht einfach so verdammt schnell mit diesem Augenbrauenstift. Diese Pomadenzeit ist für mich endgültig vorbei, würde ich fast sagen. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal wirklich eine Pomade benutzt habe für meine Augenbrauen. Ich finde, das ist einfach so unnatürlich. Ich meine, das ist ja jetzt nicht natürlich, aber so Pomaden ist nicht so mein Vibe. Als Highlighter möchte ich von Luisa ihren neuen Highlighter Crash benutzen. So ein wunderschönes Produkt. Das ist ein loser Highlighter. Da ist so ein Netz drin. Und trage mir den auf. Der ist wet. Also das ist ein wirklicher wet Highlighter Look. Ganz nass, ganz fein gemahlen. Lässt sich richtig schön verblenden. Und ihr seht, er ist definitiv nicht dunkel. Okay, sieht gut aus. Die Farbe ist etwas gelb, aber das ist nicht so schlimm. Das Ergebnis an sich sieht ganz gut aus. Ich sette das Ganze einmal mit meinem Too Faced Hangover. Lasse das Ganze kurz so ein bisschen setten und dann würde ich in den Tag starten, Freunde. Ich melde mich so in 2 Stunden bei euch. Jetzt ist es gerade 7 Uhr und ja, bis gleich.
So, ihr Süßen, es ist jetzt 9 Uhr. Ich habe das Ganze jetzt eine Stunde drauf und ich muss sagen, es sieht wirklich überraschend gut aus. Die Farbe sieht im Tageslicht super natürlich aus. Es ist nicht so dewy, wie ich mir gedacht habe. Es ist doch schon so ein Semi-Matt. Mal schauen, wie sich das Ganze in ein, zwei Stunden verhält. Wenn die natürlichen Öle so ein bisschen durchkommen, dann kann man wirklich immer das Finish einer Foundation sehen. Weil ich meine, ihr habt es gesehen. Ich habe Dick-Concealer, Dick-Puder, Puder-Bronzer, Bronzer-Puder, Bronzer-Rouge. Alles mit drauf geklatscht. Und jetzt ist das Ganze natürlich noch ein bisschen matt. Ich melde mich aber in ein, zwei Stunden wieder. Ich treffe mich jetzt kurz mit meiner Mutter auf einen Kaffee. Und dann fahre ich wieder zurück ins Office. Und es wird geschnitten. So, es ist jetzt 11.23 Uhr. Das heißt, ich habe die Foundation seit 3,5 Stunden ungefähr drauf. Und jetzt langsam könnt ihr sehen, dass dieser Glow durchkommt. Also vor allen Dingen hier um die Nase herum. Hier im Bereich zwischen meinen Augenbrauen sieht das Ganze wirklich noch super schön matt aus. Aber die Farbe sieht im Real Life besser aus als in der Kamera. Das ist krass. Ich stehe jetzt hier direkt an meinem Türfenster. Und bis jetzt mega. Ich melde mich in ein paar Stunden nochmal. Ich werde jetzt noch ein bisschen arbeiten. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, Freunde. Ich glaube, so eine relatable Foundation Review gab es noch nicht. Ein bisschen Trash, aber ich will euch einfach damit zeigen, dass mein Leben ja auch normal ist. Also, ich putze. Ich werde jetzt hier so ein bisschen die Dusche putzen und wenn meine Foundation den ganzen Tag hält, ich war einkaufen, ich habe die Bude geputzt, ich habe die Badewanne geschrubbt. Bis gleich. Ich bin ein bisschen außer Atem. So, Freunde, es ist jetzt 18.30 Uhr. Das heißt, ich habe die Foundation schon den ganzen Tag drauf und ich muss sagen, es sieht überraschend gut aus. Also ihr könnt sehen, es ist hier so um die Nase ein kleines bisschen ölig. Es hat sich hier so ein bisschen zersetzt. Aber ich glaube, dass wenn ich mit einem Beauty Blender einfach rübergehen würde, das Ganze richtig, richtig natürlich und gut aussehen würde. Hier oben hat sich das Ganze so ein bisschen verdünnt, aber die Foundation ist immer noch gut drauf und das Ganze sieht overall unglaublich, unglaublich gut aus. Und da bin ich echt überrascht, weil ich das von einer Glow Foundation, die sagt, sie ist eine Glow Foundation, überhaupt nicht kenne. Ich habe mir so ein paar Gedanken über den Tag gemacht und ihr habt gesehen, ich habe wirklich sehr, sehr viel gemacht. Ich habe geputzt, ich habe aufgeräumt, ich habe die größten Geschenke auf der ganzen Welt verpackt. Ich habe meine Küche aussortiert und geschrubbt und die Foundation hält immer noch. Und ich hätte mir gewünscht, dass die Fenty Hydrating Foundation... Alexa, stopp! Und ich hätte mir gewünscht, dass die Fenty Hydrating Foundation genau so gewesen wäre. War sie leider nicht, aber dafür habe ich die nix. Und für 10 Euro oder was das kostet, ist sie wirklich, wirklich gut. Wenn ihr mich jetzt fragen würdet, sollen wir jetzt sofort losrennen und diese Foundation kaufen, würde ich sagen, nein, das braucht ihr nicht. Aber wenn du auf der Suche bist nach einer Glow Foundation, die nicht teuer ist, in der Drogerie ist und wirklich gut hält, dann ist das eine tolle Foundation. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin ja nicht der Erste, der ein Video dazu gemacht hat. Vielleicht habt ihr die Produkte schon zu Hause. Schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare und ich bin gespannt, was ihr zu der Foundation sagt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Passt auf euch auf. Schön, dass ihr da wart.